Und dann eben ist die Musik eben was Faszinierendes, was einen immer wie so ein Sog einfach wieder anzieht. Ne? Es gibt so vieles, was einen im Prinzip abstoßen könnte daran. Ne? Also es gibt manchmal, wenn man es versucht, professionell Musik zu machen und versucht es halt mit der eigenen Musik, gibt es manchmal Monate, die echt hart sein können. Das ist schon echt abstoßend genug. Dann gibt es manchmal auch Leute, die dann nicht so wohlgesonnen sind. Ist auch sehr abstoßend. Aber trotzdem kommst du dann irgendwie immer wieder an den Punkt, es macht tierisch Bock auf der Bühne, es macht tierisch Bock, mit Leuten Musik zu machen. Es macht tierisch Bock, eine Brücke zu schlagen, immer zum Publikum, ein Vermittler zu sein, Energie zu spüren, Energie zu geben, Energie zurückzubekommen. Und das ist, glaube ich, das, was mich und was ich eben meinte, wahrscheinlich alle, die irgendwie mal so in diesen Genuss von der Magie der Musik gekommen sind, was uns alle antreibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der ist geboren 1988 in St. Louis, ist Musiker, hat Politikwissenschaft und Soziologie studiert, unter anderem, dann nämlich außerdem noch Musikproduktion in Berlin, jeweils ein Bachelor, und vollendet möglicherweise seine Masterarbeit zum Thema kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung. Und ist jetzt Popkoordinator des Saarlandes. Sebastian Flum, hallo. Hallo. Dein Element ist unverkennbar die Musik. Zunächst selbst als Musiker, aktuell mit einem selbstbetitelten Soloprojekt, Blum heißt das. Hast auch im Musikbereich gearbeitet. Jetzt hätte man dein Studium der Politikwissenschaft und Soziologie auch anders interpretieren können. Warum bist du den Weg Richtung Musik gegangen? Wie ging es los mit der Musik? Was fasziniert dich? Also erstmal, Blum ist nicht mehr nur mein Soloprojekt, sondern es ist jetzt mittlerweile zur Band geworden, weil ich mittlerweile auch ein Privatleben habe. Ja. Und dann irgendwie doch es professionell nicht so ganz geschafft habe, nur mit der Musik eben auskömmlich zu arbeiten. Was fasziniert mich an der Musik? Es ist halt eine Leidenschaft, ne? Ich fühle mich anders auf der Bühne so als so normal. Ich glaube, das geht irgendwie allen so, die Musik machen. Die Frage hat so ein bisschen darauf gezielt, du hast ja erstmal was anderes studiert, da hättest du ja auch arbeiten können. Warum gehst du den schweren Weg? Nennen wir es mal so. Kann ich gar nicht so richtig beantworten, tatsächlich. Also Leidenschaft ist die Leidenschaft die Leidenschaft. Ne? Also es ist tatsächlich ein sehr schwerer Weg. Ich weiß nicht, es ist so eine Mischung aus, es ist ein People's Business. Es macht also Spaß auf jeden Fall, mit Leuten zu arbeiten. Und dann eben ist die Musik eben was Faszinierendes, was einen immer wie so ein Sog einfach wieder anzieht. Ne? Es gibt so vieles, was einen im Prinzip abstoßen könnte daran. Ne? Also es gibt manchmal, wenn man es versucht, professionell Musik zu machen und versucht es halt mit der eigenen Musik, gibt es manchmal Monate, die echt hart sein können. Das ist schon echt abstoßend genug. Dann gibt es manchmal auch Leute, die dann nicht so wohlgesonnen sind. Ist auch sehr abstoßend. Aber trotzdem kommst du dann irgendwie immer wieder an den Punkt, es macht tierisch Bock auf der Bühne, es macht tierisch Bock, mit Leuten Musik zu machen. Es macht tierisch Bock, eine Brücke zu schlagen, immer zum Publikum, ein Vermittler zu sein, Energie zu spüren, Energie zu geben, Energie zurückzubekommen. Und das ist, glaube ich, das, was mich und was ich eben meinte, wahrscheinlich alle, die irgendwie mal so in diesen Genuss von der Magie der Musik gekommen sind, was uns alle antreibt. Du bist jetzt in der Republik auch ein bisschen unterwegs gewesen in Sachen Musik und hast einiges kennengelernt, hast jetzt auch vielleicht eine andere Sicht auf die Musik, nicht nur als Musiker, sondern vielleicht auch, was das Ganze drumherum angeht. Was unterscheidet das Saarland, das kleine Saarland von anderen Orten in der Republik? Oder gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten, die überall gleich sind?
Also was ich gemerkt habe, ich war aber, muss ich dazu sagen, so sehr in den Metropolen und Großstädten wirklich unterwegs. Also habe erst in Mainz, dann in Berlin studiert, habe dann den Umweg über Bonn wieder zurückgemacht und zwischenzeitlich auch in Hannover eine Base gehabt, habe in Hamburg den Popkurs 2016 gemacht und dann auch noch in Leipzig mein Album produziert mit zwei wunderbaren Produzenten. Also das waren immer so Szenen, in die ich da eingetaucht bin. Und wenn man in so einer Bubble drin ist, kriegt man im Prinzip gar nicht so viel von außen mit. Ich würde sagen, was ich aus dem Saarland auf jeden Fall kenne, ist, dass es hier sehr viele Coverbands gibt. Dass, wenn man hier weggeht, dann ist es meistens nicht nur, dass man halt ein musikalisches Erlebnis haben will, sondern ist es halt, man macht das mit Freunden. Man geht mit Freunden weg. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass es sehr, sehr viele Coverbands gibt, weil man sich halt mit den Leuten dann unterhalten möchte und das dann bestenfalls mit einer Musik im Hintergrund, die einem vertraut ist. Und da so ein bisschen rauszukommen, das ist, glaube ich, gerade so eine große Herausforderung. Also wenn ich mich erinnere, vor 20 Jahren hatten wir, glaube ich, noch eine sehr aktive Band- und auch Jutz-Szene. Also wenn man eine Band hatte, irgendwie 3-4 Wochen gefühlt im Proberaum verbracht und dann ist man schon rausgegangen und hat Jutz Illingen, hier Saarbrücken, Jutz Saarlouis gab es eigentlich noch bis vor 4-5 Jahren, glaube ich, mit so richtig aktiv. Und da konnte man halt direkt so eine Jutz-Tour spielen. Und die Zeiten sind hier zumindest leider vorbei. Und da sehe ich so eine große Herausforderung, wo man nochmal hin könnte, um auch so ein Stück Jugendkultur einfach nochmal aufleben zu lassen. Mhm. Also sprich ganz unten, also mit den Anfängern sozusagen. Man spricht aber auch viel vom Clubsterben. Wie siehst du das? Ist das so? Ich bin kein Clubbesitzer, deswegen habe ich mit den Problemen nicht direkt zu tun, aber wir hören natürlich auch, dass es für die schwierig geworden ist, vor allem die kleinen Konzerte einfach zu stemmen. Also ich glaube, dass Heiko Rennos mit dem kleinen Club schwieriger hat, den eben voll zu machen als die Garage. Ich glaube, Garage hat noch eine recht gute Kapazität, mit der man ganz gut arbeiten kann. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass jetzt gerade die großen Acts Welttourneen spielen, teilweise 3, 4, 5 Mal in einer Stadt. Hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir einfach jetzt gerade in einer Hype-Gesellschaft leben und das Gesamterlebnis, wo eben auch das Soziale dann mit dazu spielt. Also sprich, ich will das auch abfilmen mit einem Handy, will das auch in den sozialen Medien meinen Followern zeigen, dass ich irgendwie da war. Das spielt auch irgendwie alles gerade eine große Rolle. Ich habe dich im Intro als unseren neuen Pop-Koordinator vorgestellt. Das ist nochmal eine ganz andere Sicht. So ähnlich wie der Kulturtalk, in dem wir uns heute befinden, haben wir dieses Konzept so ein bisschen der Pandemie zu verdanken. Beim Kulturtalk war es so, der wurde gemeinsam von der Union-Stiftung gestartet, gemeinsam mit dem Poprat und dem Popscene-Magazin, um so ein bisschen Kultur- und Kunsttreibende aus dem Saarland bekannt zu machen. Die Vorgeschichte zum Pop-Koordinator war ja ein bisschen handfester, sage ich mal. Man hat nämlich während der Pandemie festgestellt, dass die Veranstalter und Kulturakteure, gerade aus dem populären Bereich, die einen erheblichen wirtschaftlichen Faktor ja darstellen, nicht wussten, an wen sie sich wenden sollen in der Corona-Notlage. Gehören sie zur Kultur, gehören sie zur Wirtschaft? Heute gibt es dafür einen Namen, die Veranstaltungswirtschaft oder Musikwirtschaft. Der damalige Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums, Jürgen Barke, heute Wirtschaftsminister, hat sich auf Drängen des Poprats der Sache angenommen. Uns wurde versprochen, dass es einen permanenten Ansprechpartner geben soll. Da sitzt er. Vielleicht erzählst du zunächst mal, wie du selbst diese Entwicklung in dieser Zeit wahrgenommen hast und wie du jetzt dazu gekommen bist, diese Aufgabe zu erfüllen. Puh, das ist alles so verschwommen, so diese Corona-Zeit, habe ich das Gefühl bei allen. Also ich habe rückblickend so ein bisschen andere Sicht. Das stellt sich für mich alles ein bisschen anders dar, weil ich zu der Zeit auch noch gar nicht im Saarland gelebt habe. Ich bin ja, wie gesagt, über
Berlin, Mainz, Bonn, beziehungsweise Mainz, Berlin, Bonn wieder zurückgekommen ins Saarland und war so der Corona-Zeit also in Berlin und Bonn. Und es gibt ja in unserer Satzung, in der Poprat-Satzung, den Verweis auf das Home of Pop. Und das Home of Pop ist ja damals von Peter Mayer und den Gründervätern des Poprats zusammen geschrieben worden. Und da drin steht eine Erstanlaufstelle für Pop. Und das ist ja im Prinzip sowas wie entweder Popbüro oder Popkoordinator, wie auch immer man das nennen mag. Das steht so drin. Und dann ist auf Bundesebene was ganz Interessantes passiert. Und zwar hat die Initiative Musik, die ja der BKM, also der Beauftragten für Kultur und Medien, unterstellt ist, gesehen, dass überall in Deutschland, und das ist, glaube ich, so aus dieser Corona-Zeit entstanden, überall in Deutschland Strukturen fehlen im Prinzip, die es verhindern, dass eine Musikwirtschaft oder eine belebte Musikszene, um es auch mal ein bisschen kultureller auszudrücken, entstehen kann. Und das war der Startschuss für ganz viele Regionen, auch solche Strukturen in Form von Büros einfach zu schaffen. Wie das jetzt zusammenläuft mit dem, was der Minister Jürgen Barke damals gesagt hat und der Poprat mit ihm besprochen hat, das entzieht sich so ein bisschen so meinem Blick. Aber es... Bis du irgendwann gekommen hast, gesehen, dass das gesucht wird? Nicht so ganz, weil ich habe das konzipiert. Also ich habe ich war immer ein Fan von dem, was hier passiert, also auch aus der Ferne. Und fand das ganz grandios, dass hier ein Netzwerk entstanden ist mit dem Poprat. Und habe natürlich dann auch das Home of Pop gelesen. Und letztlich haben sich dann zwei Dinge sehr, sehr gut zusammengefügt. Und das ist auf der einen Seite, ist es das, was ich so ein bisschen aus der Außensicht gesehen habe und gedacht habe, da bräuchte man jetzt im Prinzip so ein Büro. Und das andere ist das, was der Poprat ohnehin schon vorhatte und niedergeschrieben hatte im Home of Pop. Und dann habe ich mit dem Gregor Theado darüber gesprochen und er meinte direkt, ja, das ist ja nichts anderes als genau das, was wir da drinstehen haben. Und so hat das dann sehr gut zusammengepasst. Also es war vielmehr so, dass da zwei Dinge zufälligerweise ganz gut auf sehr, sehr gut aufeinander gepasst haben. Mhm. Vielleicht kannst du einfach mal umschreiben, was überhaupt genau deine Aufgabe ist oder wie du deine Aufgaben interpretierst. Ja, also die erste Aufgabe so in dem ersten Schritt ist vielleicht auch so ein bisschen mal gucken, was da ist, mal gucken, was man koordinieren kann überhaupt, mal gucken, was man zusammenfügen kann, weil was wir sehen ist, dass so grundlegende Strukturen im Prinzip im Saarland schon da sind. Also wir haben sehr, sehr qualitativ hochwertige Artists, was auch damit zusammenhängt, dass sich die Produktionsmittel in den letzten Jahren sehr, sehr vergünstigt haben. Also es ist möglich, mit einem sehr geringen Geldaufwand schon eine staatliche Produktion hinzulegen. Mixing, Mastering kann man dann ausgliedern und dann fängt es eben an mit Dingen, die man dann nicht mehr so richtig selber in der Hand hat, wo man dann einen Partner braucht. Da gibt es auch so ansatzweise gute Strukturen. Also wir haben auch Labels und Veranstaltende, die Clubs, die eben noch nicht alle weggestorben sind. Auf den verschiedenen Ebenen ist was da. Und es kommen immer wieder Leute auf mich zu, die mich fragen, kennst du eigentlich den, der produziert hier? Neulich kam ein Politiker auf mich zu und meinte, kennst du den eigentlich, der produziert aus der Bahnhofstraße in Saarbrücken, produziert der mit Acts aus den USA? Ich dachte so, was, wer ist das? Und er hat mir einen Namen genannt und also ich kann ihn dir auch jetzt nicht mehr sagen. Ich wusste nicht, dass es den gibt und das kommt immer wieder vor. Also die Leute sind nicht miteinander vernetzt oder es gibt vielleicht so ganz winzige Subszenen, die aber dann nicht mit dem Rest zusammen passieren einfach. Und wenn wir das besser hinkriegen, ist, glaube ich, schon viel getan, um so ein Musikökosystem zu schaffen. Es geht ja nicht nur um Musik, es geht ja auch um Popkultur an sich. Also hast du gesagt, die Vernetzung wäre sehr wichtig. Und eben hast du das auch so ein bisschen national angedeutet. Wir haben ja auch eine Kulturstaatsministerin, Claudia Roth. Wie schaut es denn eigentlich mit der nationalen Vernetzung aus?
Das ist im Prinzip was, was wir dann im zweiten Schritt angehen wollen, also jetzt im Folgejahr, die nationale und internationale Vernetzung. Also erstmal gucken, dass wir intern Strukturen schaffen, die gewissermaßen tragfähig sind. Und dann im zweiten Jahr, weil es uns auch nicht möglich ist, im Saarland einfach so viel Geld zu verdienen, dass es auskömmlich ist als Musikerinnen, Musiker oder Akteure des Musikbusiness. Wir müssen nach außen gehen, um das Geld zu verdienen. Wir müssen andere Märkte erschließen. Wir müssen auch mit Partnern zusammenarbeiten, die außerhalb sind. Innerhalb dieser Förderstrukturen haben wir ein ganz gutes Netzwerk, wo man sich immer austauschen kann. Den BV Pop vor allem, den Bundesverband für Popularmusik, der ja auch in der Corona-Zeit ein ganz gutes Förderprogramm auf die Beine gestellt hatte und das eben gegeben hat an die Regionalpartner. Also wir hatten ja vom Poprat ja auch mitgemacht beim Pop-Stipendium. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir haben regelmäßige Treffen, wo wir uns einfach austauschen über Sachen, die gut funktionieren, die schlecht funktionieren und darüber, was man zusammen für Kooperationen machen könnte. Und das im Übrigen auch, also wir arbeiten halt auch international erstmal mit Partnern in Nancy und Straßburg zusammen, waren auf der Straßburg Music Week jetzt zum zweiten Mal und haben tolle Projekte noch vor, wenn sie denn finanziert werden können. Mhm. Also würde ich sagen, Material haben wir genug hier im Saarland, auf jeden Fall. Es mangelt ein bisschen an der Vernetzung. Woran mangelt es denn noch? Also wenn du sagst, Clubsterben, ich habe gesagt, dass ich es selber nicht greifen kann, aber natürlich sind halt die Kosten gestiegen. Das sehen wir und hören wir halt überall. Und entsprechend sind auch die Kosten für Personal gestiegen. Also es ist ja nicht nur so, dass ich meinen Club aufsperre und dann lasse ich die Leute rein, es ist nur der Strom, sondern es sind halt Leute hinter der Theke, hinterm Mischpult, hinterm Lichtmischpult. Da sind noch Stagehands, wenn es dann halt ein bisschen größer wird und die wollen natürlich alle bezahlt werden. Und dann ist es nicht nur so, dass die aufgrund des gestiegenen Mindestlohns oder Inflationsausgleich mehr Geld haben wollen, sondern insgesamt ist die Professionalisierung einfach hochgegangen. Während früher vielleicht noch hier und da Leute das ehrenamtlich gemacht haben, ist jetzt die Ehrenamtsquote wesentlich geringer. Und jetzt habe ich die Frage kurz aus den Augen verloren. Woran ist denn noch hängend? Also ich meine, das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Das war halt auch so ein Thema, was man während der Pandemie überhaupt erstmal so ein bisschen auseinandergenommen hat. Also wie viel Personen eigentlich beteiligt sind. Das geht ja sogar noch viel weiter. Es geht noch Sanitäter, keine Ahnung, Feuerwehr, was weiß ich was. Also das zieht ja so eine Veranstaltungsgeschichte, zieht ja sehr weite Kreise und ist somit auch durchaus ein Faktor auf dem Arbeitsmarkt oder regionalwirtschaftlich auch. Aber die Frage war, woran es jetzt, sagen wir mal, neben der Vernetzung jetzt noch hakt? Was könnte man denn noch machen im Saarland? Ja, also man müsste ja im Prinzip, um das auszugleichen, müsste man Konzerttickets teurer machen. Und dann hat man halt ein Problem, dass wir uns im Prinzip in der Musikwirtschaft in einem übersättigten Markt bewegen, beziehungsweise die Menschen kriegen es im Prinzip gar nicht mit, was es überhaupt alles auf dem Markt gibt. Und sie wären vielleicht eigentlich interessiert daran. Es fehlt aber vielleicht auch sowas wie Plattformen, wo man präsentiert werden kann, wo man gesehen werden kann. Und dem kann man natürlich versuchen, auf unterschiedliche Arten und Weisen entgegenzuwirken. Also was man tun könnte, ist, man könnte Eintrittskarten günstiger machen oder sowas wie eine Auftrittsprämie machen, also ein Förderprogramm für Artists, damit sie überhaupt spielen können, also einen Teil der Gage übernehmen, damit man einfach einen besseren Anreiz bietet, den Menschen auf Newcomer-Konzerte zu gehen. Weil das gewissermaßen eben so eine Hürde ist, wenn man Sachen nicht kennt, wenn man nicht weiß, was man erwartet, was man zu erwarten hat, geht man nicht so gerne dahin, als wenn man ganz genau weiß, wenn ich jetzt auf ein Popkonzert von Taylor Swift gehe, dann kriege ich eine bombastische Show hingelegt. Und da gibt's noch, ich habe jetzt noch zwei weitere Möglichkeiten, weil ich eben gesagt habe, Plattformen. Das eine ist natürlich, dass man guckt, ob man nicht vielleicht Acts ins Radio bekommt.
Deswegen spreche ich natürlich auch mit unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es natürlich auch Probleme. Die können natürlich auch nicht genau das machen, was die Musikredaktion sich wünscht oder was sie gerne machen wollen. Die haben natürlich auch irgendwelche, die haben auch ihre Strukturen, ihre Zwänge und müssen auch zum Teil, sind sie von Werbeeinnahmen abhängig. Und was jetzt noch aussteht, was schon konkret in Planung ist, ist die Website popkoordinator.de, was auf der einen Seite eine Plattform sein soll für die Branche, weil es einen Veranstaltungskalender beinhaltet und eine Akteursmap, aber auf der anderen Seite auch eine Featured-Rubrik, wo spannende Artists in irgendeiner Art und Weise präsentiert werden sollen. Also in irgendeiner Art und Weise. Ich meine damit, dass man ja bestimmte Kriterien sich überlegen muss, weshalb ein Artist spannend ist. Okay, also gibt es auf jeden Fall noch viel Potenzial, was man tun könnte. Du hast eben das Home of Pop angesprochen. Das war das Pamphlet des Popras. Da stehen ja auch einige Sachen drin. Und da waren so zwei, würde ich sagen, zentrale Sachen halt eine Veranstaltungshalle. Im Moment ist es so, dass wenn größere Acts, sagen wir mal, auf Tour sind, die einen Bogen um das Saarland machen. Früher sah das mal anders aus. Das Saarland auch verlassen müssen, wenn sie das sehen wollen. Und das Zweite ist eben auch schon so ein bisschen angeklungen, wäre vielleicht so eine Art Kultur-Kreativzentrum mit Exportbüro. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten in dem Bereich? Ich glaube, so ein Kulturexportbüro wäre schon ein gutes Stück teurer als das, was wir jetzt momentan verbrauchen, verschlingen. Deswegen glaube ich, dass man da in kleinen Schritten darauf zugehen kann, dass man das halt irgendwann bekommt. Exportförderung machen wir im Prinzip schon dadurch, dass wir halt vermitteln, also in internationale Songwriting-Camps oder dass wir auch jetzt gerade versuchen, erstmal mit einem kleinen Geldaufwand die ein, zwei Artists so auf Showcase-Veranstaltungen unterzubringen. Ich könnte jetzt ein paar Orte nennen, aber ich glaube, ich behalte es lieber mal für mich, weil die Planungen noch nicht so konkret sind und das, wie gesagt, noch an der Finanzierung hängt. Und das andere war nochmal... Die Halle. Die Halle, genau. Ja. Ist natürlich für das Saarland an sich so als Tourismusstandort und ich glaube auch einfach als Teil des weichen Standortfaktors definitiv eine wichtige Sache. Aus der Perspektive der Newcomer-Förderung glaube ich jetzt nicht unbedingt so Top 1, auch nicht Top 2, glaube ich, aber da lässt sich natürlich wesentlich mehr Geld verdienen, auf jeden Fall, als bei kleinen Konzerten. Von daher würde es auch auf meiner Wunschliste auf jeden Fall draufstehen für die Musikbranche. Geht ja auch so ein bisschen um Standortattraktivität, ja. solche Geschichten. Dein Projekt ist, glaube ich, zeitlich begrenzt, soweit ich weiß. Im nächsten Jahr, wie schaut es da aus? Haben wir dann noch einen Popkoordinator oder war es das dann schon wieder? Ich hoffe, dass wir noch da sein werden. Es stand zwischenzeitlich mal schon sehr auf der Kippe. Ich mag mich jetzt aber nicht zu Prognosen hinleiten lassen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitergeht. Okay, das würden wir uns sehr wünschen. Du hast da jetzt ein paar Sachen angerissen und ich denke, der Nachhaltigkeit halber wäre es schon wichtig, dass jetzt Sachen, die man jetzt angepackt hat, auf jeden Fall auch fortführen kann. Und wir sehen ja auch, wenn wir zum Beispiel nach Luxemburg blicken, da ist ja sehr starkes Engagement da, um junge Künstler zu fördern, um sie auf den Weg zu bringen, um sie ins Ausland zu schicken. Und das könnte im Saarland ja auch gut stehen. Ja, nicht nur Luxemburg. Also wir haben ja, wenn man sich mal so die
die Bundeslandkarte anguckt, Rheinland-Pfalz hat es seit 2014, glaube ich, institutionalisiert. Pop-RLP, die haben ein ganzes Gebäude für sich, wo sie unten Proberäume im Keller haben, ein riesiges so Coworking-Space, so in der Art. Die können ganze Videoproduktionen von dort machen, sind finanziell ganz gut ausgestattet. Der VP Bay, also unsere bayerischen KollegInnen, sind natürlich, weil Bayern sehr reich ist, auch sehr gut ausgestattet. In Baden-Württemberg ist es in den 90ern gestartet, dass die Pop-Büros in den größeren Städten gemacht haben. Die sind jetzt sehr gut vernetzt und nennen sich Pop-Büros Baden-Württemberg. Also wir haben überall in Deutschland, in jedem einzelnen Bundesland, abgesehen von Hessen, die ziehen jetzt allmählich nach, haben wir diese Strukturen und es ist nirgends zu sehen, dass die halt nochmal einen Rückzieher machen, sondern die merken halt, dass das was bringt und deswegen ja, führen sie das fort. In einigen ist es wirklich institutionalisiert, dass das Land das halt wirklich langfristig fördert, weil es sehr gute Einflüsse hat. Und ja, wie gesagt, die anderen ziehen gerade nach. Mhm. Also das heißt, da lohnt es sich auch mal über die Landesgrenzen hinwegzuschauen und sich diese Modelle anzusehen, die durchaus ja, man muss ja nicht alles neu erfinden, man kann ja auch was übernehmen. Aber du würdest schon sagen, dass das auch was gebracht hat. Also die Politik weiß auch, dass es funktioniert, dass es was bringt und möchte, dass es weitergeht in diesen Bundesländern. Also definitiv, es gibt Untersuchungen, die sind nur leider nicht so, dass sie das komplette Land abbilden, die zahlenmäßigen Untersuchungen. So. Aber es ist beobachtbar, dass überall dort, wo Musikökosysteme entstehen, dass dort die Zahl der Arbeitsplätze hochgeht, dass die Beschäftigung nach oben geht und dass ein Land eben dann davon profitiert. Also es ist ein Baustein zu einer wirtschaftlich guten Entwicklung. Und das ist halt gerade, wo wir uns in einem Strukturwandel befinden, in einer Transformation, wäre es eben wichtig, das mitzudenken aus einem strukturellen Interesse, aber also aus dem Interesse als weicher Standortfaktor, also auf die Struktur und eben auch, weil die Musikwirtschaft einen sehr hohen Umsatz macht und auch ein sehr starkes Wachstum vor allem gerade aufweist. Also, haben wir drüber gesprochen und die Politik schaut ja auch zu und ich denke, das wird schon. Also drücken wir auf jeden Fall die Daumen und also lasst euch nicht lumpen. Es liegt immer am Geld im Saarland, aber ich meine, die Gründe liegen ja wirklich auf der Hand, warum man es machen sollte. Du hast ja jetzt genannt und das ist ja auch mittlerweile schon durch Studien belegt, dass das einfach ein großer Wirtschaftsfaktor ist, den wir uns im Saarland nicht entgehen lassen wollen, sage ich jetzt mal so. Also von mir hast du ein Go. Sehr gut. Schauen wir mal, was der Rest sagt. So. Dann danke ich dir recht herzlich für das nette Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, bringe unser Land nach vorne und alles Gute dann, Sebastian Flum. Danke, dir auch.